Guten Morgen, ihr Lieben. Fühlt euch gegrüßt. Ich bin in den Vorbereitungen. 10 Uhr startet der zweite Teil der Emotion Releasing Therapeutenausbildung. Wir haben am ersten Wochenende, das war das letzte Wochenende, schon unfassbar viel gearbeitet. Und da ging es um ganz, 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 ganz große Themen. Wieso, weshalb, warum diese negativen Emotionen entstehen, was es mit dir macht, wenn Eltern unzulänglich sind und, und. Ich erkläre das immer am Menschen, aber man kann das auch aufs Tier rüber schwenken. Ja, manchmal ist es ein bisschen schwierig, das am Tier so zu erklären. Bonding ist ein großes Thema, ne? Wenn die Geburtsprozesse sind einfach ein Riesenthema. Die erste Phase, die erste Lebensphase ist ganz, ganz, ganz ja, wichtig für für die Entstehung des Urvertrauens und. Und jetzt für dieses Wochenende, da geht es heute. Morgen ist Praxis, morgen wird gearbeitet, morgen werden Emotionen gelöst von Klienten, Patienten und Mitgebrachten. Die Kursteilnehmer haben natürlich auch ganz viel gesammelt jetzt in dieser Woche, an Freunden, Bekannten, Tieren, wie auch immer. Und das machen wir halt morgen. Heute geht es in erster Linie nochmal um die ganze Krankheitsgeschichte, die dahinter steht, wenn eine negative Emotion im Unterbewusstsein festsetzt, was denn die eigentlich macht. Die Emotionen sind ja an die Organe gebunden und die Organe haben natürlich ihre eigene Aufgabe im Körper zu erfüllen, aber natürlich sind sie auch an Prozessen innerhalb des Körpers beteiligt. Niere, Säure-Basen-Haushalt, Niere, Stoffwechselvorgänge, Niere, Probleme im Bereich Arthrose, knöcherner Struktur, Zähne oder chronische Atemwegserkrankungen. Um solche Thematiken geht es heute, aber auch um diese ganzen Problematiken, was das Tier dem Menschen spiegelt. Das haben wir noch gar nicht besprochen, das Spiegelgesetz. Ich habe schon ein Video gemacht über das Resonanzgesetz und jetzt möchte ich ganz kurz nochmal das Spiegelgesetz ansprechen. Ja, die Tiere spiegeln unser Verhalten und ja, sie spiegeln auch mitunter Krankheiten. Wenn das Tier eine Krankheit hat, kann das durchaus sein, dass sich die Krankheit im späteren bei dem Menschen zeigen wird, manifestiert oder schon im Entstehungsprozess ist. Was daraus resultieren kann, dass dort negative Emotionen im Unterbewusstsein feststecken, wie Wut, Zorn. Entschuldigung, mein Kind ist am Husten hier im Hintergrund, der ist ein bisschen krank. Aber nur ein Husten, mehr haben wir zum Glück, das andere haben wir schon hinter uns. Was aus Wut, Zorn für Krankheiten resultieren können, wenn diese Sachen halt im Unterbewusstsein festsitzen. Es sind auch ganz oft Emotionen, die nicht gelebt werden dürfen. Wir haben das viel bei Männern zum Beispiel. Ja? Ein Indianer kennt keinen Schmerz, der Mann weint nicht, ein Junge ist nicht traurig, ein Junge ist schwach, wenn er Tränen zeigt, wenn er sich verletzlich zeigt, wie auch immer. Der Mann, nur die Harten kommen im Garten, das sind solche Sprüche. Die braucht kein Mensch und in dieser heutigen Zeit sowieso kein Mensch mehr. Das sind halt alles Dinge, die dazu führen, dass man Emotionen runterschluckt, dass man Traurigkeit runterschluckt, dass man Verletzlichkeit runterschluckt, dass man zum Weinen zumute ist ein riesen, riesen Thema, was sich in der Gesellschaft sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen zeigt, aber auch viel bei den Tieren. Das sind dann die Emotionen, die übernommen werden von unseren Tieren für uns Menschen. Unsere Tiere tragen für uns, weil sie es einfach lieben. Ja, die lieben bedingungslos und sie tragen für ihre Menschen. Verhaltensauffälligkeiten. Ich habe eine kleine Geschichte aus meinem Leben. Ich habe mir vor 2,5 Jahren, 2,5 Jahre ist das gar nicht. Also im September vor 2 Jahren ist er bei uns eingezogen, am 4. September. Das ist der Chase. Viele kennen ihn ja mittlerweile. Der Chase ist ein Australian Shepherd, der völlig gestört im Kopf ist. Vielleicht ist Frauchen auch schon gestört im Kopf. Ich weiß es noch nicht. Wir eruieren noch. Nein, 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 darum geht es jetzt gar nicht. Der Chase ist ein Hund, der total oft hinter mir herläuft und Stress hechelt.
Dann habe ich gedacht, okay, das sind die Hormone, ne? Junger Rüde, lässt dir eben so einen Chip verpassen, guckst mal, ob das hormonell damit zu tun hat, dass ich ihn vielleicht kastrieren lassen muss oder was weiß ich, keine Ahnung, auf gar keinen Fall wird der Hund kastriert, weil es hat sich dadurch nichts verändert. Dann habe ich gedacht, das ist mir alles zu viel, vielleicht ist der doch besser aufgehoben bei anderen Menschen, weil ich ihm einfach nicht gerecht werde. Wir leben hier auf dem Hof, wir haben 2 Pferde, wir haben 3000 Quadratmeter Grundstück hier rundherum. Eigentlich können die hier sich frei bewegen und laufen, wie sie wollen. Hüten mag er nun mal auch nicht, vor den Pferden hat er Angst. Ja, das Thema Angst haben wir schon bearbeitet, dass er ein Trauma erlebt hat als Welpe. Ja, das ist nochmal die andere Geschichte. Der war in der Hundeklinik, weil er Giardien hatte als Welpe und frühzeitig von seiner Mama getrennt ist. Ja, aber der Chase ist mein Stressbarometer. Definitiv ist der mein Stressbarometer und auf gar keinen Fall gebe ich diesen Hund in andere Hände. Wir dürfen lernen, miteinander klarzukommen und ich darf immer wieder gucken und ich darf immer wieder lernen, was er mir zeigt. Die Tiere sind unsere Spiegel. Ja, es geht nicht immer darum, dass wir Krankheiten daraus entwickeln, sondern Verhaltensauffälligkeiten. Und der Chase ist sehr, sehr laut. Das ist total krass. Der bellt unfassbar viel. Der nimmt hier seinen Auftrag sehr, sehr, sehr ernst. Der ist wirklich ein sehr guter Wachhund. Ja? Der hütet, der beschützt, der passt einfach auf. Und egal was ist, das wird hier alles verbellt. Und ich mache das manchmal wahnsinnig. Wenn der Postmensch hier mit seinem komischen Elektro-Piepse-Auto auf den Hof fährt, dann dreht dieser Hund durch. Was sagt es aber mir? Ich habe seit Tagen, Wochen Probleme im Bereich des Halses. Also es ist immer dieses... Also es ist wirklich, das stresst mich und nervt mich, ja. Aber wir kommen immer mehr dahinter, dass auch dieses Verhalten des Bellens, oder ich komme immer mehr dahinter, man muss ja auch mal einfach lernen, diese Tiere und diese Verhaltensweisen zu verstehen, dass auch das Bellen damit zu tun hat, dass er zu viel und ich zu wenig. Natürlich quassel ich den ganzen Tag, natürlich rede ich unfassbar viel, aber das, was ich wirklich sagen will, in Bezug auf eine bestimmte Person, das schlucke ich lieber runter. Ja. Und er zeigt mir das. Und daran darf ich jetzt auch noch arbeiten. Also ihr seht, es ist unfassbar spannend, wenn man sich die Tiere anguckt, wenn man hinhört und hinschaut. Du findest immer Verhaltensweisen. Der Louis sagt gar nichts. Der Louis schläft auf Wolke 7 und sagt nichts. Ist so geil. Aber das ist auch nicht sein Auftrag. Chase ist in mein Leben gekommen als mein Beschützer. Ja, ich liebe dich, Schatz. Ich stehe dir. Möchtest du Hallo sagen? Na komm. Komm. Ja. Als mein Beschützer. Ist unfassbar liebevoll. Ist auch so eine Seite. Sind meine Tiere aber alle. Mein Kind, meine Tiere, die sind alle Zucker. Die sind einfach vom Herzen und vom Grundkern her unfassbar lieb. Aber wir haben halt auch solche Experten, die Frauchen noch was beibringen können. Und das ist auch gut so. Und die Tiere kommen immer in unser Leben zur richtigen Zeit, um uns ja, daran zu erinnern, dass wir an unseren Themen arbeiten dürfen. Es ist nicht so, dass nur weil ich diese Dinge hier mache für euch, ich alles bearbeitet habe in meinem Leben. Nee. Und das Schöne ist, es zeigt sich halt Stück für Stück wie so ein Zwiebelmuster. Ne? Erst kommen die kleinen, großen, erst kommen die offensichtlichen Sachen und dann geht es ins Eingemachte. Ja, und um diese Dinge geht es heute. Und ich freue mich drauf, weil es wieder mal ganz, ganz, ganz viel zeigen wird und ganz viel Aha-Effekte geben wird. Die Zerstreutheit, warum sind die Pferde nicht konzentriert und. Also es ist wirklich unfassbar, was ihr aus den Verhaltensweisen der Tiere bei euch selber feststellen könnt. Und es hat immer mit euch selbst zu tun. Man kann das nicht wegschieben und man kann das nicht...
anderen in die Hand geben. Es sind Dinge, die man sich selbst angucken darf und die man selbst bearbeiten darf. Und darum geht es heute. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn wir um 10 Uhr starten. Ich habe eine super tolle Truppe. Die sind alle so, ja, gigantisch. Es sind angehende Tierheilpraktiker oder die eine Dame ist schon fertige Tierheilpraktikerin. Und ich fände es so mega schön, wenn noch viel, viel mehr Tiertherapeuten sich anschließen, das Emotional Leasing in ihre Praxis aufzunehmen, weil es einfach ein unfassbar großes, tiefgreifendes, weitgreifendes Thema ist. Es ist nicht so, dass ich nur einfach eine Emotion ablöse. Das sind ganz viele Prozesse, die im Nachgang einwirken und das ist eine, das kannst du in den Bereich der Regulationstherapie packen. Und das ist einfach gigantisch, was sich im Nachgang dann so reguliert. So, jetzt starten wir gleich um 10 Uhr. Eigentlich wollte ich ein kurzes Video machen, aber so bin ich nun mal. An dieser Stelle, ich wünsche euch einen super schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald, eure Sandra.